Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Primäre Prävention. Chronische Erkrankungen entstehen nicht wie Infektionen von heute auf morgen, sondern ihre Entstehung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die verschiedenen Verhaltensweisen eines Menschen spielen eine Rolle, zum Beispiel wie viel bewegt er sich. Auch der Lebensstil kann die Entwicklung einer chronischen Erkrankung mitbestimmen. Ernähre ich mich zum Beispiel überwiegend gesund oder ungesund? Und ebenso gesellschaftliche pathogene Bedingungen spielen eine Rolle. Hier wird in der Literatur das Beispiel für die steigenden Selbstmordraten bei jungen und älteren Menschen angeführt. Chronische Erkrankungen werden also durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Doch wo kommt jetzt die Prävention ins Spiel? Die Prävention setzt letztendlich am gesamten medizinischen Behandlungspfad an. Sowohl zu Beginn bei der Verhinderung einer Erkrankung, als auch am Ende, wenn es um die Minimierung und die Kompensation von Folgeschäden geht. Die Prävention hat also viele verschiedene Ansatzpunkte, weswegen auch verschiedene Formen der Prävention unterschieden werden. Zum einen gibt es die primäre Prävention, dann gibt es die sekundäre Prävention, die tertiäre Prävention und die zwei Sonderformen der Verhaltensprävention und der Verhältnisprävention. Diese beiden finden sich in allen drei anderen Arten der Prävention wieder. Auf diese beiden letzten Formen möchte ich jetzt zuerst eingehen. Es gibt also die sogenannte Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention. Unter der Verhaltensprävention versteht man Maßnahmen, die direkt am Verhalten eines Menschen ansetzen. Zum Beispiel daran, jede Woche regelmäßig Sport zu treiben oder auch sich gesünder zu ernähren. Bei der Verhältnisprävention sollen die Umgebungsvariablen so optimiert werden, dass sie gesundheitsförderlich sind. Was kann man denn darunter verstehen? Zum einen könnte es darum gehen, den Arbeitsplatz einer Person so zu gestalten, dass zum Beispiel der Schreibtisch und der Schreibtischstuhl so passend eingestellt sind, dass Rückenschmerzen vorgebeugt werden können. Aber auch Maßnahmen, die nicht nur eine Person, sondern viele betreffen, sind denkbar. Zum Beispiel soll durch die Gurtpflicht beim Autofahren ja schweren Verletzungen vorgebeugt werden. Und auch das Vorhandensein von Parkanlagen in Städten sollen einen gesunden Lebensstil fördern. In diesem Vortrag wird es nun im weiteren Verlauf um die primäre Prävention gehen. Also was ist die primäre Prävention überhaupt? Sie ist die Erhaltung von Gesundheit. Und das erreicht man durch Mittel wie Konzepte, Programme und Maßnahmen, die die Gesundheit stärken. Das Ziel, das sie dabei verfolgt, ist das Senken der Häufigkeit von Neuerkrankungen. Und was wäre demnach die Zielgruppe? Genau, die Zielgruppe sind gesunde Menschen. Da das Verständnis der primären Prävention so wichtig ist, möchte ich Ihnen noch eine weitere Definition mit an die Hand geben. Die primäre Prävention umfasst alle spezifischen Aktivitäten vor Eintritt einer fassbaren biologischen Schädigung zur Vermeidung auslösender oder vorhandener Krankheitsursachen. Nun stellt sich aber natürlich die Frage, wodurch bleiben Menschen denn gesund? Hier möchte ich sowohl auf individuelle Faktoren als auch auf soziale Faktoren eingehen. Zuerst aber zu den individuellen Faktoren. Es gibt verschiedene individuelle Ressourcen, die dazu beitragen, dass ein Mensch gesund bleibt. Das ist zum Beispiel als erstes mal seine körperliche Konstitution. Auch sein Wissen über gesunde Verhaltens- und Ernährungsweisen ist relevant. Ebenso spielen die individuellen Einstellungen eine Rolle. Und als letztes natürlich auch ganz besonders die gesundheitssichernden Verhaltensweisen, die ein Mensch zeigt. All diese Faktoren werden auch protektive Faktoren oder Schutzfaktoren der Gesundheit genannt. Ein weiterer wichtiger individueller Faktor ist die sogenannte Resilienz einer Person. Doch was ist Resilienz? Resilienz ist die psychische und körperliche Stärke, Krankheiten und Lebenskrisen zu bewältigen. Man ist also bis zu einem gewissen Grad immun gegenüber negativen Einflüssen in seiner Entwicklung oder Umgebung. Diese zwei Faktoren, die protektiven Faktoren bzw. die Schutzfaktoren der Gesundheit und die Resilienz auf der anderen Seite, werden von primärpräventiven Maßnahmen unterstützt.